bei mir war das erste eigentlich folgende Sache, dass ich über einen Verein haben wir eine Bierverkostung organisiert. Und da war niemand geringer als der Konrad Seidel dabei, das war 1991. Und so hat er erst Kontakt, was das Verkosten von Bieren betrifft. Vorher haben wir eher getrunken und dann haben wir mal verkostet und sind auf den Geschmack gekommen und haben bemerkt, dass da damals schon halbwegs eine Vielfalt gegeben hat. Für mich ist Kraftbier ein Bier, das einzigartig ist. Das es aber auch in einer Vielfalt gibt, jetzt was die Produzenten betrifft. Das Spannende ist für mich auch, die von einer Biersorte, von einem Biertyp einfach verschiedenste Biere bekommen zu können. Von verschiedensten Brauereien, oft ganz kleinen. Ein Mann betrieben, ein Frau betrieben, muss man auch dazu sagen. Was viele nicht wissen, ist, dass Brauen früher eigentlich Frauensache war. Das war erst letzten Herbst. Da gibt es in Wien eine Brauerei, die arbeitet mit Milchsäure, mit Milchbakterien. Das war so ein Milchstout, war ganz eine spannende Sache, habe ich vorher noch nie getrunken gehabt. Ich glaube, dass das von den Bierkantern ein Berry White ist. Das ist eine Himbeerweiße. Ich glaube, das haben wir hier in Weidhofen noch nie getrunken. Auf meinen besonderen Wunsch nimmt der Rainer Schenkermeier vom Erzbergbräu aus Eisenherz ein besonderes Bier mit, eine Unlimited Edition, ein Austrian Barrel Aged Bier. Das ist insofern so besonders, man trinkt das nur in ganz kleinen Mengen, weil es so stark ist, und zwar aus Schnapsgläsern. Zum einen, dass sie zu uns aufs Kraftbierfest nach Weidhofen kommen, und zum anderen den Konrad Seidel, der einige Bücher über das Bier verfasst hat und außerdem noch dazu einen wöchentlichen Blog über das Bier hat. Take me to the place where it's beer.